Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen eine kleine Ausfüllhilfe für die Umsatzsteuervoranmeldung liefern. Das Ganze ist ein monatliches oder quartalsmäßiges Ritual, das Sie als Unternehmer machen müssen. Im Normalfall Umsatzsteuervoranmeldungen müssen Sie entweder monatlich oder quartalsweise einreichen, beziehungsweise bei einer gesamtgeschuldeten Jahresumsatzsteuer von unter 1000 Euro kann dies auch jährlich erfolgen über die Umsatzsteuerjahreserklärung. Im Jahr der Gründung eines Unternehmens wie im darauffolgenden Jahr müssen Sie aber zwangsläufig monatlich dieses ausfüllen. Das haben auch sehr viele Photovoltaikbesitzer zu erfahren bekommen. Das Ganze machen Sie elektronisch. Ich nutze dafür die Umsatzsteuervoranmeldung, das kostenlose Elster-Programm. Das stellt Ihnen die Finanzverwaltung kostenlos zur Verfügung. Aber was Sie auch brauchen, außer Sie haben jetzt einen Standardfall einer Photovoltaikanlage, ist ein Buchhaltungsprogramm. Aus persönlicher Erfahrung kann ich Ihnen hier Lexware empfehlen. Link dazu, kostenpflichtiger Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da können Sie es bei Amazon oder bei Lexware mal anschauen. Ansonsten ist aber auch das beste Programm eigentlich Datev, das natürlich nur die Steuerberater suchen. Die Links in der Videobeschreibung sind Affiliate-Links, das sei dazu gesagt. Das Ganze beginnt, indem ich natürlich mein Bundesland, Finanzamt, Steuernummer eintrage. Sollte ich noch keine haben, aber schon eine abgeben wollen oder müssen, klicke ich einfach auf Ich habe keine Steuernummer und dann sollte in den nächsten 4 Wochen das Finanzamt mir auch eine Umsatzsteuer geben. Die Umsatzsteuer ist zu entrichten immer bis zu 10 Tage, nachdem der Kalendermonat oder das Quartal fertig ist. Beachten Sie, wenn Sie eine Dauerfristverlängerung beantragen am Anfang des Jahres bis zum Monat darauf, also dann verlängert sich das alles um einen Monat, aber zur Umsatzsteuer-Dauerfristverlängerung auch ein separates Video und auch wie man den Antrag ausfüllt. Das haben Sie ausgewählt, dann fangen wir hier an, indem Sie einfach den Monat anklicken. Können natürlich nur einen anklicken, da es nur für einen Monat auszufüllen ist. Sollten Sie eine Quartalsabgabe machen, machen Sie hier das Kreuzchen und bitte achten Sie darauf, dass das hier alles konkret ist. So oft eine falsche Voranmeldung abgeben sollten Sie nicht. Warum, erfahren Sie irgendwann mal im Strafrechtsvideo. Hier die Angaben zu Ihrem Unternehmen rein. Das können Sie auch jeden Monat übernehmen. Wenn es einmal drin ist, dann bleibt es auch so. Berichtigte Anmeldung, ja. Nur wenn es eine ist. Und wie gesagt, bitte nicht zu häufig eine falsche Anmeldung abschicken und dann korrigieren. Das ist ein wenig unpraktisch. Werden Sie beim Strafrecht noch erfahren, wieso. Also gucken, dass es passt. Dann Belege, Verträge, Rechnungen sind beigefügt bzw. werden gesondert eingereicht. Wenn Sie das Ganze elektronisch übermitteln, können Sie selbstverständlich keine Verträge oder so mit ranschicken. Bedeutet zum Beispiel, wenn Sie Verträge mit hohen Vorsteueraufwendungen haben, die neu sind, könnte es sein, dass das Finanzamt die mal anfordert. Oder wenn Sie umsatzsteuerbar ein Haus gebaut haben und jetzt die Rechnung einreichen wollen, um die Vorsteuer zu ziehen, schicken Sie es gleich mit, es wird bestimmt angefordert. Und lieber zu viel hinschicken wie zu wenig. Dann beginnt das Ganze mit steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug, denn es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal die steuerfreien Umsätze mit Vorsteuerabzug und dann die steuerfreien Umsätze ohne Vorsteuerabzug hier unten. Die steuerfreien Umsätze, wo man aber noch den Vorsteuerabzug hat, finden wir in § 4 Nummer 1 Buchstabe B der Umsatzsteuergesetzes. Und da haben wir noch ein paar mehr bis Nummer 7. Für die Nummer 1 hier oben, also das sind oft innergemeinschaftliche Lieferung an Abnehmer mit Umsatzsteuer-ID-Nummer, ohne Umsatzsteuer-ID-Nummer, im 2a dann die Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens. Dann haben wir noch weitere steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug, zum Beispiel Ausfuhrlieferung, das sind die sogenannten Exporte, und Umsätze nach 4, 2 bis 7. Dann haben wir steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Beispielsweise Versicherungsleistungen oder alles, auch viele Sachen, die mit Finanzdienstleistungen zu tun haben, sind steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug. Ist ja auch logisch, denn ich kann die Vorsteuer nicht ziehen, für was, wo ich selber keine Umsatzsteuer bringe im Normalfall. Für die Standardsachen als Unternehmer, wenn Sie einfach nur umsatzsteuerpflichtige Umsätze haben, beginnen wir hier in der Zeile 26 mit den 19%, dann die 7%. Einfach den Nettoumsatz hier reinschreiben und dann die Umsatzsteuer wird hier berechnet. Ich gebe jetzt einfach mal ein 10.000 Euro und dann rechnet er mir hier aus 19%, 1.900. Das Ganze ist gegraut, heißt, ich kann da auch nichts von Hand eintragen. Dann haben wir noch andere Umsätze, das brauchen wir jetzt für den Standardfall nicht erläutern. Das ist eine Landwirtschaft, haben wir so ein paar Sachen mit drin. Dann gibt es noch die innergemeinschaftlichen Land- und forstwirtschaftlichen Sachen, Lieferungen Land- und Forstwirtschaft nach 24 Umsatzsteuergesetz, da gibt es auch nochmal ein paar Sondersachen und Umsätze, für die die Steuer nach § 24 Umsatzsteuergesetz zu entrichten ist, Sägewerkserzeugnisse, Getränke und Alkoholflüssigkeiten, Branntwein. Dann werden Sie sowieso mit dem ganzen Schnapszeug, werden Sie eh mit dem Zoll noch zu tun haben, das können wir, falls Interesse besteht, auch nochmal separiert klären, das ist jetzt nicht für den Normalfall gedacht.
Dann haben wir die innergemeinschaftlichen Erwerbe, steuerfreie innergemeinschaftliche Erwerbe nach 4b, 25c kommt hier rein. Dann steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher Erwerb 19%, 7% andere Steuersätze und Neufahrzeuge. Dafür haben wir die drei Sachen. Und dann haben wir noch zum Schluss hier auf Seite 1 ergänzende Angaben zu Umsätzen, Dreiecksgeschäfte, Leistungsempfänger, die nach § 13b Absatz 5 in Verbindung mit 2 Nummer C Umsatzsteuerschuldner sind. Übrige steuerpflichtige Umsätze, bei denen der Leistungsempfänger die Steuern nach 13b Absatz 5 Umsatzsteuergesetz schuldet, heißt die Umdrehung Umsatzsteuerschuldnerschaft. Im Normalfall bekommt ja nicht der Leistungsempfänger, sondern der Geldempfänger muss die Umsatzsteuer ans Finanzamt bringen, wenn bei der Umdrehung, das sogenannte Reverse Change Verfahren, merken Sie sich den Ausdruck, wird das umgedreht, da muss der das Geld bezahlt, die Umsatzsteuer an das Finanzamt bringen. Haben wir beispielsweise bei Bauleistungen und im Internetgeschäft gibt es das auch häufiger und so. Bei Amazon, Affiliate-Sachen oder auch bei, ich meine, Google AdSense ist es so, dass der Google die Umsatzsteuer als Zahlender an das Finanzamt bringt in Irland. Na, nur, dass Sie es mal gehört haben, wer im Internetgeschäft tätig ist, der wird bestimmt einen Steuerberater haben und wird sich damit nicht beschäftigen müssen. Falls doch, googelt mal euer Reverse-Change-Verfahren, beziehungsweise das werde ich auch irgendwann mal noch separiert erklären, besonders die Sachen für Leute im Internet, die ganzen Testimonials, Affiliate-Menschen, Influencer und YouTube-Twitch-Menschen. Für euch kommt noch mal bald was Gesondertes. Dann haben wir die Leistungsempfänger als Steuerschuldner. Wie gesagt, wenn Sie es ans Finanzamt bringen müssen, auf Seite 1 tragen Sie nur ein, wenn Sie die Umsätze gekriegt haben und die Umsatzsteuer der andere bringt. Auf Seite 2 haben wir dasselbe Spiel nur umgedreht. Hier sind Sie dann der Geldbringer und müssen die Steuer bringen nach 13b. Dann das, was für Sie am wahrscheinlich am interessantesten ist, abziehbare Vorsteuerbeträge. Wenn Sie Umsatzsteuer ans Finanzamt bringen, haben Sie auch meistens Kosten, von denen Sie dann die Vorsteuer ziehen können. Daher ist ein Buchhaltungsprogramm zu empfehlen, damit Sie die richtigen Summen gebildet haben. Die einzelnen Arten von verschiedenen Vorsteuerabzugsbeträgen, die kommen hier separiert rein, ist eigentlich auch selbsterklärend. Dann haben wir noch andere Steuerbeträge, Rechnungen unterrichtet sind, die falsch sind, oder Steuerschuldner nach 14c Umsatzsteuergesetz sowie Steuerbeträge nach 6a, 17.1, 6 Satz 6, Absatz 25, Nummer 2 oder Ausländerlagerhalter Nummer 3 Umsatzsteuer geschuldet werden. Das sind so ein paar Sonderfälle, die gibt es ganz, 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 ganz selten. Daraus bildet sich ein Umsatzsteuervorauszahlungsüberschuss oder eine Nachzahlungsüberschuss, abzüglich der Sondervorauszahlung für Dauerverlängerung. Dann haben wir noch hier ein paar sonstige Angaben, die Verrechnung auf Erstattung gewünschter Beträge, ein SEPA-Verfahren wird ausnahmsweise gegen Verrechnungswünsche für die Umsatzsteuervoranmeldung widerrufen, heißt, wenn Sie eigentlich eine Lastschrift beim Finanzamt haben, aber warum auch immer für diese Vorsteueranmeldung das Ganze nicht möchten, beispielsweise es ist ein hoher Betrag, der Ihr Konto sprengen würde und Sie wollen es von einem anderen Konto bezahlen, machen Sie es halt so. Über die Angaben in der Steueranmeldung oder hinaus abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen. Wenn da irgendwas zusätzlich zu berücksichtigen ist, schreiben Sie es hier hin. Zum Beispiel, Sie haben hier eine riesen Erstattung, haben aber eine riesen Einkommensteuernachzahlung und wollen das verrechnen. Dann geben Sie hier die Verrechnung ein und schreiben hier hin, bitte mit Einkommensteuer verrechnen, dass das Finanzamt das nicht versehentlich übersieht oder sich blöd überschneidet. Hinweis zu Vorschriften des Datenschutzgesetzes, da braucht man glaube ich jetzt nichts mehr dazu schreiben. Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt, da trägt sich dann Ihr Steuerberater oder Rechtsanwalt ein. Ein Lohnsteuerhilfeverein darf dies nicht machen, beziehungsweise wenn Sie das selbst machen oder ein Angestellter in Ihrem Unternehmen, dann schreiben Sie hier einfach gar nichts rein. Das war es im Endeffekt auch schon zur Umsatzsteuervoranmeldung. Der Standardfall, Sie geben hier die Daten ein, die ändern sich nicht mehr, Sie klicken den Monat an, dann geben Sie hier Ihre Umsätze, wo waren es hier? Die Umsätze, die Sie gemacht haben, ein und auf Seite 2 die Vorsteuerbeträge, die Sie gegenzurechnen haben. Wenn in der Buchhaltung alles gestimmt hat, dann haben Sie einfach nur maximal 3 Zahlen hier einzugeben und das Ganze war es schon, bloß ein paar Kreuzchen zu machen. Sollten speziellere Sachen dabei sein, wie Internetgeschäfte, innergemeinschaftliche Erwerbe, Reverse-Change-Angelegenheiten, Bauleistungen, dann wird das Ganze schon ein bisschen komplexer und Sie sollten gucken, dass das alles bei Ihnen richtig funktioniert, denn hier ist die Fehlerquote deutlich höher und Sie sollten sich wirklich an jemanden, der nach § 3 Steuerberater darf, wenden und sich nicht auf ein einzelnes kleines YouTube-Video verlassen. In diesem Sinne, ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Diese Ausfüllhilfe war ein wenig für Sie geeignet. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie doch auch noch auf die anderen Videos im Kanal. Hinterlassen Sie ein Feedback und geben Sie einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video, Ihr Stefan B.